Heute ist das neue Update da, 3.2 und natürlich endlich der Hund, den ich die ganze Zeit wollte und deswegen mir ganz viele Urgestein und besser gesagt diese Wünsche, Schicksalswünsche aufgehoben habe. Also ich habe 266, fange jetzt gleich mal an, probieren wir mal die neue Figur aus. Das ist Nahida oder Kusanali oder wie die heißt. Also ich muss erst mal rausfinden, was die überhaupt drauf hat. Ja! Okay, das ist Standardangriff. Was ist denn das? Alter, die killt ja alles. Probieren wir es mal aus. Was macht das jetzt? Hey, was bedeutet das? Die sind irgendwie markiert. Okay, ich check's noch gar nicht, was die macht, ehrlich gesagt. Was passiert hier? Die explodieren einfach alle. Schnell gewechselt. Sie soll nicht abfliegen. Okay, aber es reicht jetzt erst einmal. Aber ich habe es ja trotzdem nicht verstanden. Moment, gucken wir uns mal ihr Kit an. Sie ist auf jeden Fall nicht auf Damage gebildet. Sie ist auf Elementarkunde gebildet. Sehr stark sogar. Und auf Aufladerate ein bisschen. Das ist natürlich die Waffe mit Elementarkunde. Ich weiß nicht, ob wir die heute bekommen, aber für die ziehen wir vielleicht. Also probieren wir es mal aus. Los geht's. Die erste 10er-Ziehung. Vielleicht haben wir schon das Glück. Ich will sie auch auf jeden Fall haben. Los geht's. Und? Was ist das? Hallo? Okay, wenn sie das jetzt auch noch wäre, ne? Hallo? Hallo? Das gibt's nicht, oder? Na, ich glaube aber nicht, oder? Was geht denn? Bei der ersten 10er-Ziehung. Das ist ja unglaubliches Glück. Das kann nicht sein. Ich hatte noch nie so ein Glück. Noch nie, nie, nie. Okay, krass. Dann legen wir los. Unglaublich. Okay. Was? Hallo? Hallo? Das ist doch jetzt schon wieder. Aber es könnte jetzt auch jemand anders sein. Wir kriegen Jean. Oh mein Gott, aber trotzdem ist es Glück. Ich meine, Jean ist jetzt so ein Charakter, den ich jetzt schon lange nicht mehr benutze. Aber okay, ich sag nicht nein halt, ja. Was ist denn hier los, Alter? Das ist echt Wahnsinn. Okay, Razor, den habe ich auch noch nicht auf Full Constellation. Ist gar nicht mal so schlecht. Unglaublich, wir kriegen jetzt gleich wieder Jean. Ich verstehe die Welt nicht mehr, aber okay. Nichts dagegen. So, das nächste Mal ist sie dann garantiert. Das ist auch nicht schlecht. Okay, diesmal nicht, aber das wäre das Gute zu viel gewesen. Hallo? Also so ein Glück hatte ich noch nie. Oh, schon wieder Razor. Ich glaube, jetzt haben wir ihn schon auf Full Constellation. Ich glaube, ich überspringe das jetzt mal schnell dann. Solange jetzt keine Fünfer dabei sind, überspringe ich das, weil wir haben all die Figuren. Noel habe ich auch auf C6, Benny habe ich auf C6 und jetzt auch Razor. Also gut, dann los geht's, weiter geht's. Nee, überspringen wir das. So. No. No, 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 aber ich meine, damit kann man auch nicht rechnen. Finde ich auch komisch. Ich hätte mir auch gewünscht, dass sie jetzt hier noch einen anderen Charakter reinhauen, den wir nicht kennen. Leider nicht. Überspringen wir das alles. Noel, ja, egal. Noel ist für mich auch irgendwie ein Charakter, mit dem ich nichts anfangen kann. So, also. Jetzt nähern wir uns langsam wieder an der Marke, wo es passieren könnte. Und Razor. Ja, da ist sie. Also, das ist sie garantiert. Jawohl, genau. Ganz sicher, das muss sie sein, da ist sie. Krass! Und ich habe noch 190 Wünsche, also das muss klappen. Vielleicht klappt es ja sogar. Ah, okay, ich glaube nicht. Aber schauen wir erstmal, was kommt. C2 möchte ich haben, wenn es so läuft. Und dann vielleicht noch Waffenbanner. Müssen wir mal testen. Warte mal. Auf was sollen wir gehen? Du kriegst ja immer das, was du nicht willst. Also, gehen wir auf den Bogen. Falls wir überhaupt dazu kommen. Nur ich hoffe, dass noch genügend Wünsche übrig bleiben. Aber C2 wird sie auf jeden Fall. Aber das war ja wahnsinniges Glück am Anfang. Unglaublich. Noel. Nochmal. Gucken wir mal.
Ah, Benny. Jetzt geht's halt darum, ob ich das 50-50 gewinne oder nicht halt, ja. Halt, ich überspringe das, müssen wir ja nicht angucken. Wäre cool, wenn es jetzt so passieren würde halt. Nein. Nein. Okay. Nee. Immer noch nicht. Ah ja, schon wieder. Puh. Mein Gott. Aha, jetzt geht's darum. Oh, shit. Schön langsam jetzt. Ich dachte schon. Double Night, ja, das wäre natürlich der Oberhammer. Oh, wir kriegen den Drachenschrei sogar. Werde ich das 50-50 gewinnen? Ja, Mann, wie krass! Wie krass! So gut! Also, das ist ja mal krass. Aber das Dümmste wäre jetzt, wenn ich im Waffenbänder tatsächlich den Bogen kriegen würde, oder? Aber ich sag's euch, ich habe das schon oft gemacht und ich hatte wirklich Glück dabei, wenn ich im Waffenbänder immer die Waffe genommen habe, die ich eigentlich nicht will. Aber so einen Bogen zu haben ist immer gut, falls mal irgendwann ein Charakter kommt halt. Weißt du, glaube ich, geht er auf Crit-Schaden oder so. Ja, genau. Also ist schon ein geiles Teil. So, Leute, wollen wir es probieren jetzt im Waffenbanner, hä? Okay, Leute, ich leg los. Vielleicht haben wir nochmal Glück, das wäre echt der Hammer. Ah, es geht jetzt nur darum, habe ich den göttlichen Kurs richtig gewählt oder nicht? Oder läuft es richtig kacke? Schauen wir mal. Ja, okay, das können wir gleich überspringen. Einen rostigen Bogen, den habe ich schon so oft bekommen, ey, das ist so schlimm. So, geht gleich wieder weiter. Können wir überspringen. Was? Kujusara? Okay, nicht schlecht, die habe ich nicht auf einer hohen Konstellation. Warum nicht? Eigenartig, dass man die im Weapon Banner bekommt, aber manchmal ist das wohl so. Na, wie auch immer, los, weiter geht's. Nein, leider nicht. Und die Flöte. Ist eigentlich kein schlechtes Schwert, finde ich aber ziemlich doof, wie es ausschaut. So. Noch nicht, leider. Ach komm. Wieder einen rostigen Bogen. Aber ich hasse es. Das habe ich am Anfang immer so gemacht, bevor ich gespart habe. Und dann habe ich täglich immer eine Ziehung gemacht und gehofft, dass irgendwas passiert. Aber es ist nie was passiert. Doch, irgendwann schon, aber es war super zäh. Seitdem habe ich angefangen immer zu sparen. Ich spare monatelang und dann zack. Bitte. Jetzt geht's drum. Ah, scheiße. Ich hätte den anderen Kurs nehmen sollen. Nein. Na, wir können es nochmal probieren. Wir bleiben bei dem Kurs. Wir werden ja wohl nicht so viel Glück haben, oder? Are you sure about that? Scheiße. Wir müssen einfach auf Mihoyo vertrauen. Scheiße. Mist, hätte ich den anderen Kurs gewählt. Aber das kannst du ja nicht wissen, ne? Ach, egal. Oh, das war eine Einzelziehung. Das war dumm. So. Leider nicht. Oh, was geht denn jetzt ab? Das will Beidou nochmal kriegen. So, weiter geht's. Ah, wir müssen anscheinend oft ziehen. Man weiß nie, was passiert. Man weiß nie, was passiert. Komm schon, wir müssen einmal das negative Glück haben. Ah, Mist. Sogar zwei rostige Bögen. Ich habe so viele Wünsche dann schon. Nicht mehr viele Möglichkeiten, leider. Okay, Favonius nochmal. Jetzt sollte es passieren, hoffentlich. Nein! Scheiße! Mann, ich hau's ja so raus hier, ey. Oh, geil! Das finde ich wirklich gut. Den habe ich nämlich nur auf C1. Okay.
Jetzt aber. Okay. Ja, ist auch komisch, oder, dass er jetzt da ist. Boah, wenn ich jetzt wieder den Bogen kriege, ne? Ich schlag mich wirklich. Ich hau mir eine rein. Ohne Scheiß. Ja! Geil! Hey, das ist wirklich Glück. Yes! Leute! Mmh!